Wir sind Sörtlich. Unsere Musik ist Punk, Metal und Rock. Also die Corona-Zeit haben wir hauptsächlich damit verbracht, unser Album aufzunehmen. Das da heißt Taschengeld. Und waren eigentlich im Begriff, damit quasi umherzugehen. Ging jetzt leider nicht. Da haben wir dann alle Zeit, die wir hatten und das Geld da rein investiert. Haben wir auch selber aufgenommen zu Hause bei uns. Haben uns in der Zeit ein Studio aufgebaut und arbeiten jetzt derzeit schon am dritten Album. Ich freue mich am meisten auf Konzerte und Festivals. Ich denke mal so wie jeder, wenn alles wieder losgehen kann und man ohne Befürchtung zwischen Menschenmassen stehen kann und einfach die Sau rauslassen kann. Hallo Angel! Unser Bandname ist durch einen Versprecher zustande gekommen. Ein Kumpel hat gefragt, wo liegt denn Luxemburg von uns? Nicht ganz nüchtern fragte dann, ist das so Sörtlich von uns? Und ist das natürlich im Hinterkopf geblieben, während wir dann in Luxemburg waren. Und dann kam das dänische Ö dazu. Und inzwischen wurden wir schon mehrfach gefragt in unseren 7 Jahren, die wir jetzt unterwegs sind, was heißt denn Sörtlich? Sörtlich heißt einfach Spaß haben. Und egal, wo wir auftreten, ist ein Sörtfest. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Set hier. Hoffentlich gefällt es euch. Ganz wichtig, checkt die Videobeschreibung aus von diesem Video. Da stehen eine Menge Links drin, wo ihr diversen Menschen, die jetzt gerade in dieser Zeit gerade eure Hilfe brauchen, unterstützen könnt. Ich bin Justin, Frontmann und Sänger der Band Sörtlich. Ich bin Max fucking Power und spiele Bass bei Sörtlich. Ich bin Ryan aka der Brecher und spiele die Drums bei Sörtlich. Unser Crane!
Wir sind Sörtlich, ihr seid wunderbar. Diese Stille ist ungewöhnlich. Geht's dir gut da drüben auf deiner Insel? Ja, klar. Und dir? Ja. Wollen wir die Geschichte von der Schlägerbraut erzählen? Naja, solange es dir noch gut geht, ist es okay. Schlechten Menschen geht's immer gut. Taschengeld. Es ist warm hier. Das da heißt, niemand stirbt allein.
Stimmen zum Einstimmen. Jetzt kommen wir zu den Standard-Songs und den C-Songs. So. Das passt schon. Das nächste Lied heißt Sörtfestlich. Halbzeit. Was wir gedacht haben. Jetzt kommt das nächste neue Lied. Oh, ich hoffe, das knackt jetzt nicht. Vom nächsten Album. Jetzt klappt es nicht. Oh mein Gott. Kannst du mich bitte muten? Ich will nicht deine Boxen kaputt machen. Ja, das versuche ich. Danke. Ich muss es wieder verkacken. Ja, natürlich. Einfach wunderbar.
Kannst du mich bitte wieder muten? Dankeschön. Hättest du so ein Schickimicki-Pedal wie ich, hättest du das nicht nötig. Ja. Hätte ich Batterien dabei, dann hättest du auch kein Kabel nötig. Wir hätten heute auch einen Auftritt haben können in Las Vegas. Für knapp 10.000 Euro. Ja, wahrscheinlich. Haben das Geld aber nicht zusammenbekommen. Leide Schnauze. Ja, bei schlechten Witzen ist es wie beim Fehler. Wer ihn findet, darf ihn behalten und mit nach Hause nehmen. An die Wand hängen, ein Rahmen zwischen den ganzen anderen von mir. Ja, Brecher, dann fangen wir an. Diese Die Zeit war schön, die Zeit war schnell. Aber in Hamburg sagt man auch Tschüss. Ich habe mir lauter lustige Witze in den Ärmel gesteckt. Die waren nur nicht witzig, ne? Jetzt fallen sie irgendwann raus, wenn ich es nicht kontrollieren kann. Das nächste Lied geht so. Es ist nicht hilfreich, will zu sein. Doch die Konsequenz des Guten ist immer einmal frei. Es ist nicht hilfreich, will zu sein. Es ist noch alt, schlimm und besser, als ein Arschloch zu sein. Die Ironie dieser Schergen, Sarkasmus im Bund, soll's eigentlich nur verbergen, denn er riecht ungesund. Steht uns auf selbst im Weg, ist meistens nur im Tal. Doch
Konzept, Digga. Das Schlimmste ist, wenn das aus, die Links. Es ist sehr wichtig, ihr könnt Menschen helfen. Jeder Euro hilft.